Guten Morgen, Familie. Und bevor jemand fragt, diese Eule habe ich von zu Hause. Ich habe sie nicht aus der abgesperrten Eulerei geklaut. Das will ich nur klarstellen. Ist eine Zuhause-Eule. Peter, über was habt ihr zwei gestern geredet? Ja, wer? Die Eule aus der Eulerei spricht nur Englisch. Ich meine die von zu Hause, verdammt! Meine Mutter. Nach eurem gemeinsamen Abend möchte sie Daddy verlassen. Ja, wer? Die Eule wird mir jetzt schon langweilig. Ich bringe sie zurück in die Eulerei. Peter, es reicht. Du musst das in Ordnung bringen. Das hat er sich weniger verdient. Wisst ihr was? Ich bin froh, dass sie die Serie nach all dem so lassen, wie sie ist. Naja, eine kleine Änderung gibt es. Hey, Kumpel, ich habe meine Big Band-Schallplatten mitgebracht. Die wollten mehr Joe. Die wollten mehr Joe. Was ist? Was machst du? Gar nichts. Ich versuche noch rauszufinden, warum wir dämliche lilafarbene Sitzmöbel haben. Ist dir schon jemals jemand begegnet, der eine lilafarbene Couch besitzt? Ich würde vermuten, Steve Harvey. Das könnte stimmen. Aber was ist das? Ein Bild von einem Berg? Wann waren wir jemals in den Bergen? Was ist das überhaupt für ein Berg? Das ist Mount Quahog. Ja, das wirkt so aufgesetzt. Brian, führst du dich so auf, weil du keinen Alkohol bekommst? Ich darf nirgendwo mehr hingehen. Hunde sind an öffentlichen Orten nicht mehr erlaubt. Ja, darüber habe ich nachgedacht. Wie wär's, wenn es einen Weg für dich gäbe, rauszukommen? Emotionaler Begleithund? Trag das und alle Läden werden dich reinlassen müssen, solange ich bei dir bin. Wo hast du das überhaupt her? Die Buchstaben sind aufgebügelt. Die Weste habe ich von meinem Job bei Office Depot damals. Ein Stift? Sie kaufen einen Stift? Ja. Arbeiten Sie nicht in einem Büro, in dem Sie den klauen können? Ich arbeite zu Hause. Office Depot. Wir sind auch bald pleite, Blockbuster. Okay, weiter geht's. Womit hast du dein Geld verdient, Dad? Unsere Berufe waren nie wichtig. Es war irgendwas Geschäftsmäßiges. Aber trotz der Trennung schlich ich mich manchmal ins Internet, um mit eurer Mom zu flirten. Tja, ich streich mir jetzt vor dem Spiegel mit dem kleinen Finger die Locken aus dem Gesicht. Willkommen. Sch. Sie haben Post. Ja gut, aber ruhig jetzt. Sie haben Pornopost. Sch. Peter, hör auf, mit der Frau zu flirten, die eindeutig deine Freundin ist, und guck mit uns Riesenkastenfernsehen! Wir guckten alle Akte X, was der letzte Erfolg von Fox sein sollte. Und es war die Blütezeit der Multikamera-Sitcom. Und Paul Reiser, ihren König, musste man angucken. Vielleicht esse ich diesen Joghurt. Der steht da seit unserer Hochzeit drin. Vielleicht tue ich's nicht. Wie toll! Guck mal, Smash Mouse tritt nächstes Wochenende hier auf. Im Krog? Nein, in diesem Pornoladen. Tja, ihr habt uns erwischt. Lois und ich besorgen uns ein paar Kleinigkeiten für einen ganz besonderen Jahrestag. Und ich weiß nicht, ob die 5% Rabatt es wert waren, den Laden hier auf Facebook zu bewerten. Igitt, Meg, das kannst du nicht liken. Egal, um zu feiern, dachten wir, es wäre schön, wenn wir die drei großartigsten Liebesgeschichten aller Zeiten erzählen würden. Wir beginnen mit der Sage von Helena von Troja, dem Gesicht, das 1000 Schiffe in Bewegung setzte. Was eine poetische Formulierung dafür ist, dass sie eine Schleckrosine war. Was eine vulgäre Jugendformulierung dafür ist, dass sie attraktiv war. Du, Familie, ihr wisst doch, dass ich die letzten Wochen fanatisch Diät gemacht habe. Ach, verdammt, das bedeutet, dass wir Gäste einladen. Das heißt, wir laden Gäste ein! Ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert und alle Pewterschmidts kommen am Thanksgiving hierher. Wie konntest du die ganze Familie einladen? Ich hasse große Thanksgiving-Feiern. Keine Angst, Peter, es wird sicher lustig und ich kann das meiste selbst vorbereiten. Du musst nur in den Supermarkt fahren und ein paar Servietten kaufen. Hört sich nicht schlimm an. Und besorg Wein für die Erwachsenen. Das kriege ich hin. Mac? Hi, frohe Weihnachten, ich bin der Bad Boy des Tennis, Jimmy Connors. Wie sind Sie hier reingekommen? Durch das Fenster von eurem Baby, das kann man einfach öffnen. Die Männer gehen hier ein und aus, wie sie wollen. Ich hab gehört, Weihnachten war ziemlich verwirrend für dich. Ja, es ist schwer, ein Teenie zu sein, mit all diesen ganzen neuen Emotionen und Gefühlen und Streaming-Plattformen. Ich weiß noch, als ich so alt war wie du, da war ich auch verwirrt. Doch dann ließ ich mir eine Frisur machen, die ich 50 Jahre behalten hab. Du musst einfach das Ding finden, das für dich funktioniert. Sie meine Frisur wie... diese? Mac, ich glaube, du kommst gut allein zurecht. Aber nur für den Fall. Hier, ich möchte, dass du die bei dir hast. Ihre Bälle? Ganz genau. Wann immer du mich brauchst, reib an meinen Bällen und ich komme. Gute Nacht.
Sie wollten mich sehen, Mrs. Griffin? Um über den Musikunterricht zu reden. Richtig, natürlich, klar. Entschuldigung, ich habe diese Kerzen nur getestet für eine Lüge, die mir gerade nicht einfällt. Also, worum geht's bei diesem Missverständnis, das wir vergessen sollten? Mein Sohn wird von einem Vogel unterrichtet. Ah, Miss Wilkins. Nein, Mr. Mason. Richtig, in dieser Schule stehen viele Fenster offen. Sie brauchen einen echten Musiklehrer. Ich bin ausgebildete Pianistin und habe jahrelang Stunden gegeben. Ich würde sehr gern für Sie arbeiten. Ach, wirklich? Nun gut, das ändert alles. Ich werde nicht mit Ihnen ins Bett steigen. Ich weiß, ich habe gerade gefurzt. Ich begreife das einfach nicht. Ich hatte eine scharfe, rothaarige Braut und jetzt bin ich mit Ron Weasley verheiratet. Donna trägt eine Perücke. Ich habe ihre echten Haare noch nie gesehen. Aber ich glaube, die sehen wie ein alter, abgetragener Pulli aus, den man vom Flusen befreien muss. Ich habe Bonnies Haare seit Jahren nicht berührt. Die sind viel zu weit oben. Wenn Lois was an ihrem Aussehen verändert, das dir nicht gefällt, dann verändere du was an deinem Aussehen, das ihr nicht gefällt. Quagmire, das ist erbärmlich, infam und äußerst rachsüchtig. Ich liebe es. Ich werde dafür sorgen, dass ich schwerer zu ignorieren bin als ein Amateurfotograf. Das ist echt sauwitzig. Also ich sitze im Büro bei der Arbeit und der Feueralarm geht los. Wo war ich gerade? Feueralarm. Klar, richtig. Das ist so witzig. Also der Feueralarm geht los und... Ja, hey, Freund, können Sie einfach... Wie jetzt gerade nicht? Gut, wo war ich? Feueralarm im Büro? Oh, richtig. Wisst ihr was? Vergesst es. Die Pointe ist, es war 9/11. Klar, jetzt ist es nicht mehr witzig. Peter, bist du auch ganz sicher, dass dieser Tunnel stabil gebaut ist? Keine Angst, ich schlage ein Rad und hole Hilfe. Ah! Ah! Eine Wurzel. Ah, ich bin aufs Maul geflogen. Achtung! Oh mein Gott! Der Tunnel ist auf beiden Seiten komplett eingestürzt. Oh nein, wir sitzen hier unten fest. Hi, Leute. Hey, guck mal, das ist der dumme Biber. Lebst du hier unten? Allerdings. Willkommen in meinem Ich-krieg-keine-Luft-mehr-B&B. Nein, unsere Lage ist wirklich ernst. Toll. Peter, das ist echt toll! Weil du deiner Frau nicht gewachsen bist, muss ich draufgehen! Bleib locker, Quagmire. Niemand wird draufgehen. Und was wird passieren, wenn uns die Luft ausgeht, du Genie? Luft? Richtig. Ich habe bloß über die anderen drei Elemente nachgedacht. Erde, Wind, Feuer, Wasser. Wo ist die Luft? Wind ist Luft. Bist du Joe Swanson oder Willi, der es wissen will? Bittest du, ich habe dich seit fast 50 Jahren nicht gesehen. Und du hast nicht mal gesagt, wie gut ich aussehe. Du siehst gut aus. Und das dank mir. Ich habe eine Pille erfunden, um dein Leben zu verlängern. Sie heißt Semper Fifi. Was? Warum? Möchtest du diesen putzigen Namen gar nicht kommentieren? Ha. Was? Warum? Ich hab's in dein Futter geschmuggelt, damit du lang genug lebst, um zu sehen, dass die globale Erwärmung Schwachsinn ist. Oh mein Gott, wir lagen sowas von falsch. Wenn überhaupt, ist es viel kälter geworden. Ja, und deinetwegen haben wir jetzt diesen Präsidenten Eisbär. Präsident Eisbär, wollen Sie die Robbenjagd wirklich legalisieren lassen? Dazu sage ich nur eines. Fake News. Keine weiteren Fragen. Mr. Präsident Eisbär! Machen Sie weiter Werbung für Kondensmilch? Ich glaube, der Präsident hat alle Ihre Fragen beantwortet.